Willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect. Wir befinden uns auf einem Schiff, das demnächst abstürzen wird. Deswegen sind wir etwas unter Zeitdruck. Ich werde wahrscheinlich nicht ganz so viel reden können, sondern muss ein bisschen schneller handeln und agieren, wie ich sonst tue. Wir haben 6 Minuten Zeit und die Zeit läuft ab. Jetzt. Dabei Alarmstufe. Oh mein Gott. Okay, viel zu lesen. Logbuch des Captains. Alarmstufe Gelb. Die Zeit wird ja in der Zeit zum Glück angehalten. Ich rufe Alarmstufe Gelb aus. Es gibt zwar derzeit kein Anzeichen für Ärger, aber so weit draußen können wir jederzeit auf Geth treffen. Wir müssen vorbereitet sein. Mir wurde gesagt, es sei eine ganz schlechte Idee, sich so weit ins Gebiet der Geth vorzuwagen. Aber diese Kolonie müssen sich irgendwie verteidigen können. Das Einzige, was die Crew davon abhält, vor lauter Angst, weiche Knie zu bekommen, sind die 100 Kisten Militärwaffen, die wir an Bord haben. Hooray, wollen wir haben. Ein kleiner Landgang im Narif-System wird uns allen gut tun. Wir haben einige Lieferungen zu machen und es wird da draußen bestimmt nicht friedlicher. Alarmstufe Rot. Ich rufe Alarmstufe Rot aus. Die Geth greifen an. Bei einer Auseinandersetzung dieser Größenordnung sind wir nicht auf eine Auseinandersetzung dieser Größenordnung sind wir nicht vorbereitet. Aber wir werden unser Möglichstes tun, um das hier zu überleben. Sorry, Leute. Die Kolonien brauchen die Waffen und der Angriff beweist erneut, wie ernst die Lage ist. Ende. Das ist mein letzter Eintrag in diesem Log. Angesichts der Schwere des Angriffs habe ich sofortige Evakuierung und schnellstmögliches Ansteuern der Kolonie angeordnet. Falls die Gäste dieses Schiff übernehmen, fallen ihnen auch die 100 Kisten mit Waffen in unserem Frachtraum in die Hände. Ich aktiviere deshalb mit meinem Autorisierungscode den Selbstzerstörungsmechanismus des Schiffes. Hoffentlich erwischt es dabei auch die Gäste an Bord. Ich werde bleiben und dafür sorgen, dass das Schiff ein ehrenhaftes Ende hat. Mein Plan ist, die Triebwerke abzuschalten, sodass wir den Orbit verlassen. Die MSV Broken Arrow wird hinunter zur Oberfläche gleiten, wo dann die Selbstzerstörung stattfindet. Ich muss vorsichtig sein. Wenn ich versage, ist völlig offen, was mit dem Schiff geschieht. Okay, dann wissen wir jetzt zumindest schon mal die Hintergrundgeschichte, warum, wieso, weshalb. Und ich weiß, dass ich diese Tür umgehen darf. Na, tolle Wurst. Zeichen. Gebt mir ein Zeichen, Leute. Gebt mir auch ein Zeichen. Gut, waren genug Zeichen. Tür und Gang und wahrscheinlich stehen wir jetzt direkt den Geth gegenüber. Hab ich's doch gewusst. Und das ist unser neues Präzisionsgewehr. Bam. Ja, ich muss das jetzt einmal antesten. Jetzt werde ich die für den Rest der Zeit des Tempels nehmen, weil wir sind hier auf engem Raum und dann sieht das andere nicht. So. Weg mit dir. So. Ich sagte doch, weg mit dir. Medizinische Station. Nehmen wir direkt mal mit. Ach, Leertaste. Jetzt drücke ich schon F. Wegen Bioshock. Wir wollen natürlich wieder alles mitnehmen. Iridium erhalten. Navigationsstatus. Offline. Lebenserhaltung. Systeme beschädigt. Hülle beschädigt. Atmosphäre wird ins All gesaugt. Systemausfall. Maschinenstatus. Maschinen ausgefallen. Um Energieversorgung wiederherzustellen, Energiekopplung reaktivieren. Warnung. Eintritt in die Atmosphäre erfolgt. Aufschlag auf Planetenoberfläche in Kürze. Also das heißt, das können wir nicht machen. Gut. Wissen wir da schon mal Bescheid. Und weiter geht's. Ich habe schon wieder viel zu viel Zeit mit Erforschen, Erkunden und allen anderen möglichen Sachen verbracht, nämlich mit den wichtigen Sachen, nämlich hier mal durchzukommen. Nicht gut. Ah, großer Raum, nicht gut, gar nicht gut. Ah, ich hab's doch geahnt. Sniper. Einer weniger. Verziele, wenn ich ziele. Dankeschön. Garrus, jetzt, da freust du dich dort darüber, dass wir ihn mitgenommen haben. Tschüss. Oh, jetzt geht das hier auch etwas besser mit den Zielen und so. Energiekopplung 1 aktivieren. Ist aktiviert. Energiekopplung 2 kommen wir nicht drüber. Tolle Sache. Iridium nehmen wir natürlich wieder mit. Wer greift mich da von hinten an? Weg. Weiter geht's. Wir müssen auf die andere Seite. Ach, ist doch gut jetzt. Warum verziehst du denn damit einmal? Kannst du mir auch nicht erklären, ne? So, die beiden anderen PC wieder zu mir holen, ansonsten bleiben die da hinten wahrscheinlich wieder stehen, wie die anderen durchs Pedal, die ich sonst immer mitnehme. Ich wusste es. Maschinenstatus ausgefallen. System und Navigation offline. Ach, bitte mal. Nicht gut.
Wir haben nur 3 Minuten Zeit und wir müssen uns hier durchkämpfen. Das gefällt mir nicht. So, zack, mit einem Schuss kann ich so einen dann erledigen. Cool, oder? Aber wo soll ich denn jetzt lang? Ah, ja, gehen wir einfach den offensichtlichen Weg, ne? Ja, ja, ich bin Herr 1986 und das macht mir unnötig schwer. Nein, 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 der zieht hier schon wieder so übelst. Ich weiß gar nicht warum. Nein, wir haben keinen Schuss mehr. Und schießen wir mit der Pistole halt irgendwie ab. Und wir sind tot. Ich habe die Mission vergeigt. Warum? Weil ich einfach zu langsam war. Und viel zu offenes Gelände, finde ich. Und weil ich mich nicht getarnt habe, weil ich lieber Feuer eingesetzt habe. Und also was. Verdammte Axt. Leute, ihr habt nichts gesehen. Augen zu, habt nichts gesehen. Nichts passiert. So. Das voll, das ist sehr gut. Leute von heute, ihr beiden, ihr nehmt jetzt Darstellung und die geht in der Rückendeckung. Ja, mach ich. Okay, tschüss. Tschüss. Ich muss hier mal kurz was einhacken. Lass mich da einhacken. Du Arsch! Lass mich einhacken, habe ich gesagt. So, darf ich jetzt einhacken? Dankeschön. Alter, Kollege, du gehst mir auf den Sack. Was soll denn der Mist hier? Ich will einhacken. Ja, Kampfdrohne unterwegs. Kommt auch relativ früh mal wieder. Die wollen mich verarschen, oder? Ganz ehrlich. Die wollen mich gerade verarschen. Doch, ich habe eingehackt. Gut. Na, dann bleibt ihr jetzt wieder bei mir. Wir müssen schnell auf die andere Seite. Ich positioniere euch wieder links und rechts. Jetzt kommen da oben wieder welche. Und natürlich werde ich dann wieder angegriffen. Denn nicht. Weg. Auf damit. Schnell das zweite hängen, damit hier die Maschinen wieder funktionieren. Habe ich. Gut. Verstanden. C. Jetzt komm. Los. Lasst euch von mir aus ein bisschen beschießen. Ist egal. Kommt mit. Und wir müssen nochmal 3 hacken. Starte das umgehen. Die beiden passen definitiv zusammen. Die beiden auch. Die beiden nicht. Die beiden passen parallel zu. Es kann doch nicht wahr sein. Warum? So, gleich nochmal. Ja, mache ich. Ach du Scheiße. Alles schön nah beieinander. So, euch beide. Du gehst doch bestimmt da drauf. Yep. Du bestimmt da drauf. Das habe ich jetzt einfach behauptet und es stimmte sogar. Du gehst dann da unten drauf. Nein, 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 nein. Was mache ich denn da für ein Blödsinn? Oh, ich hasse es, unter Zeitdruck zu stehen. Und dann ist vor allem gerade auch ein blödes Feld gewesen. Merkt euch eins, ich bin nie schuld. Immer ist das Spiel schuld. So, das dorthin, das dorthin. Das dorthin und das dorthin. So, haben wir das auch geschafft. Jetzt beim beiden, geschafft? Mission erledigt? Das müsste es gewesen sein. Ja. Es funktionieren Maschinen. Oh, wir haben es geschafft. Wir haben die Kolonie gerettet. Ich habe zwar keine Waffen gefunden, aber ich habe die Kolonie gerettet. Cool. Okay. War ja dann doch eigentlich relativ simpel. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir es vergessen haben. Beginnen Sie nach dem Durchspiel von Mass Effect 2 mit einem zweiten Durchgang, um mächtige Boni freizuschalten. Ja, aber da werdet ihr mich dann nicht mehr drauf begleiten, liebe Leute. Das werde ich dann für mich in Ruhe schön chillig machen. Cool. Nebenmission erledigt. So einfach kann das gehen, wenn alles gut läuft. Und wir arbeiten uns sofort zum Massportal, um dann schon mal auf zum Planeten zu helfen, Vitali helfen. Ach, ich finde das toll, euch auch so ein bisschen ärgern zu können mit dabei. Die Migrantengrotte, die Migrantenflotte ist hier und diese Migrantenflotte fliege ich erst beim nächsten Mal an. Ich bin Hello 1986. Wir spielen Mass Effect 2.
Bis gleich.